Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon so leichte Espresso-Überdosis. Oder wie geht's dir, Rudolf? Nix, oder? Gut, ich habe nicht jeden Gang mitgemacht, also von dem her geht es mir noch ganz gut. Ja, also wir sind jetzt schon so, keine Ahnung, also 20 Liter Milch haben wir jetzt schon durchgeballert und keine Ahnung, 3-4 Kilo Espresso und zwar auch Jamaica Blue Mountain dabei. Die Dose 60 Euro, Mama Mia. Aber das ist gar nichts jetzt gegen das, was der Max jetzt hier zelebriert. Er wird jetzt praktisch so eingelernt. Jetzt gehen wir hier mal rum. Hier haben wir schon ein bisschen was zusammengekaspert. Sieht man das? Mixed Milk. Ja, mixedmilk.com. Yeah. Okay, also das ist schon mal richtige Art. Und hier, das war unser Jamaica Blue Mountain. Okay. Also das ist wirklich geiler Kaffee. Und man sieht ja hier innen drin noch die Haut von der Kaffeebohne. Also ist echt... Die sauteure Qualität. Man kriegt einen leichten Schock, aber okay. So, und jetzt gucken wir mal, was die Jungs machen. Leandro, unser Lehrer. Hi, good morning. Oh, what's that? That's not good. That's not good. Yeah, that's a little bit poor, okay? But for a first semester, it's okay. That's modern art. I would call it a nice miro. Yeah, it is. Yeah, yeah. And here, now? No? No. Okay. Mixed the milk. Yeah. Two. And go slowly. Wow, also das sind so die ersten Gehversuche jetzt nach unzähligen Espressi und natürlich macht es einfach Spaß, weil die Schwierigkeit ist natürlich da die gute Konsistenz hinzubekommen. Espresso machen ist ja noch relativ einfach, aber dann mit dem Cappuccino wird es wirklich schwierig und deswegen sowas hier geht zum Beispiel nicht, okay? Also dreckiger Filterholder, no go. Absolute no go. But therefore I clean. Also machen wir einfach ein bisschen sauber. So jetzt hier. New Espresso, new luck. Next portion. Yeah, and a little bit on top. Now leveling part. We also have a leveler here. Tamping, and with the tamping, three fingers, and they touch the filter holder, okay? Und so hat man eben genau das Gefühl, dass es waagrecht ist, should be horizontal, okay? And now, check the brew unit, if it's clean, clean, yeah. Now we take the cup. And hopefully espresso is running here. Perfetto. Yeah. I think looks more or less okay. Now we have to pay attention to the 25 seconds. We are already in the end range. So now it's getting watery, so we stop. Now we release a little bit of condensed water. We look for a free milk jug, this one here, and now the position, okay? Position of the steam wand should be like this, and now we start. Sound is smooth, also ist nicht so laut. Die Milch rotiert. Und meine Hand ist an der Milchkanne, das heißt, das ist der Thermometer, okay? And when it gets hot, you stop. Now, clean the steam wand, also Dampfpflanze, sauber machen, nachdampfen. So, mix the milk. Soll ja homogenes Gemisch sein, okay, also keine zwei Phasen, sondern eine Phase, wenn es geht, mit Milch und Milchschaum. So, and now comes Leandro to help me a little bit.
I broke the cream. Also Crema brechen. Now. Step 1. Mixing. Now. Wie man sieht, ich habe das Ganze nicht optimal gemacht, aber war so einigermaßen okay. Ja, und was kommt da raus? Ein Bär oder ein Löwe? Das werden wir jetzt sehen. Hä? Oder ein Löwenbär? Ja. Yeah, I would say that's ready for Espresso TV. Huh? Cool, super. Super. Everything okay, guys? Yeah. Yeah, tschakka, yeah. Okay, got it. Cool. Okay, so more or less acceptable. Huh? Und jetzt nochmal von vorne. Jetzt machen wir das Ganze noch mit Prosecco, okay? Nee, gut, also. Coole Sache. Ja, Pim, jetzt bist du dran, okay? Also jetzt muss mal der Kameramann beweisen, wie das geht. Okay, ciao. Ciao.